Der Küngel ist stolz, dass er an der Ausstellung von der Ornithologischen Gesellschaft Pratteln, Kaninchenzüchter Verein Arlesen und der Ornithologischen Gesellschaft Muttenz gezeigt wird. Die Ausstellung findet gegenwärtig im Kuschbo Pratteln statt. An der Ausstellung werden auch Tauben und Hühner gezeigt. Dem Küngel machen die Hühner wenig Eindruck, wo ständig versuchen, mit lautem Gegacker und Krähen die Aufmerksamkeit auf sich zu lenken. Wir sind jetzt einen Tag vor der Ausstellung, wo Preisgerichte in Aktion sind. Hier sehen wir den Isidor Inauen, den Theo Sutter und den Bruno Schwab bei der Bewertung von Küngel. Das Geflügel, die Hühner, werden die hellen, luftigen Käfig zeigen. Auch hier ist das Preisgericht an der Arbeit. Wir sehen den Marcel Weisskopf, den Martin Weiss und Sonja Wernli bei ihrer verantwortungsvollen Aufgabe. Wir schauen am Martin Weiss und der Sonja Wernli ein bisschen genauer zu. Ist gut. Ringnummer ist L 407. Dann schreibst du hin bei der Vorzug 0.1. Mit HV-Merkmalen. Kleiner Wunsch an den Kammdorn. Kannst schreiben. Wir haben jetzt unseren Standort zu den Tauben verschoben. Es ist schon erstaunlich, was man hier alles gesehen bekommt. Der Peter Brombacher zeigt uns jetzt an einem Beispiel die Bewertung von Tauben. Ich tue jetzt die Taube, das ist ein deutscher Modernäser, Handmusterung vornehmen und festzustellen, wie ihre Gefiederentwicklung, die Körperbau, die Kopfform, schön runder Oberkopf mit einer schönen breiten Stirn und ein schönes rotes Auge. Dann zähle ich, ob das Tier 12 Schwanzfedern hat. Jawohl, diese Feststellungen werden dann auf einer Bewertungskarte dokumentiert, nach Vorzüge, Wünsche und eventuell, wenn Mängel vorhanden sind. Am frühen Samstagmorgen ist die Ausstellung parat mit allen Tieren, prämierte und unprämierte fürs Publikum.